Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es waren nämlich mal wieder notwendige Einkäufe zu tätigen und ich fange auch gleich an. Ich habe bestellt bei der Firma MPK Nails. Die ist euch ja schon bekannt, da hatte ich ja schon mehrfach bestellt, also habe das euch auch gezeigt. Ja, als erstes wieder diese Big Zeletten, da kosten, 125 Zeletten, 3,39 €. Und ich möchte die euch auch gerne mal im Vergleich zu den normalen Zeletten zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal getan habe. Moment. So. Eine mache ich mal ab. Das ist also eine Big Zelette. Und hier seht ihr den Unterschied zu einer normalen Zelette. Und wenn wir das Spielchen ein bisschen weiter treiben, Moment, dann könnt ihr auch sehen, dass eine Big Zelette gleich vier kleine sind. Und was ich festgestellt habe, diese Big Zeletten sind noch reißfester und fusseln weniger als wie die kleinen Zeletten. Deshalb habe ich mir die wieder bestellt. Ich habe auch noch die kleinen da. Die werde ich natürlich mit verwenden, aber Favorit im Nageldesign sind einfach die Big Zeletten von MPK Nails. Ja, dann geht es auch gleich weiter, wenn ich die eingepackt habe. Die Ordnung muss ja sein, ne? Handschuhe. Und zwar, ich versuche es euch mal so hinzuhalten, die Black Swan Nitrilhandschuhe, 100 Stück. In der Größe L, kosten 9,29 €. Damit bin ich immer sehr gut zufrieden. Die sind auch latexfrei. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe immer die L, weil die XL ist mir dann doch zu groß. Und die M ist mir einfach ein bisschen zu klein. Okay, weiter geht's. Dann ist ja bei MPK Nails immer mal ein kleiner Abverkauf. Und in diesem Abverkauf habe ich mir 3 Gele bestellt. Ihr wisst, ich habe letztens ein Design mit so einem Crisp-Gel gemacht. Und habe mir dann, da sie eben im Abverkauf waren, entschuldigt bitte das Geraschel, 2 weitere bestellt, beziehungsweise 3. Leider Gottes ist eins nicht mehr lieferbar und war aber auch ganz problemlos beim MPK Nails zu klären. Wir machen eine Gutschrift draus, bei der nächsten Bestellung wird die dann einfach mit verrechnet. Da zu dem Zeitpunkt, wo ich es bestellt hatte, leider Gottes, noch als verfügbar drin stand, aber ja, waren halt dann doch nicht mehr so viele da. Ist aber wie gesagt kein Problem. Man kann problemlos anrufen und dann klärt man die Sache. Jetzt hole ich euch mal etwas näher ran. Ich habe mir bestellt, dass ich schaue jetzt. Das Crisp Gel 05 Türkis. Das mache ich auch mit euch gemeinsam auf. So. Ja, das geht ein bisschen schwer auf, weil hier, wie ihr seht, der Aufkleber immer drüber ist über der Öffnung. So. Crisp Gel Türkis. Und wenn ihr möchtet, trage ich euch das gleich mal auf.
Ich habe ja Gott sei Dank alles da. Welch ein Zufall, ne? Ja, warum Crispgele? Ich finde die Crispgele aufgrund der verschiedenen großen und kleinen Teilchen sehr schön verwendbar. Ebenso gefällt mir sehr gut, dass sie einen klaren, ein klares Gel haben. Das heißt, ich kann sie auf vielen verschiedenen Farben anwenden und bin auch vom Verhalten, Aushärtung etc. sehr zufrieden. Damit kann man wirklich schöne Designs machen. Ja, gut, und ich trage das jetzt mit euch gemeinsam auf. Und Türkis ist ja sowieso meine Farbe. Beim Auftragen ist aber darauf zu achten, dass man die Pailletten schön hinlegt und leicht andrückt, weil sie sonst nach oben stehen würden. Das ist jetzt das Crispgel Türkis, wie ihr sehen könnt. Also ganz klarer Hintergrund. Ihr könnt das auch deckend machen, das ist kein Thema. Da müsst ihr aber wirklich eine gesunde Menge, sag ich mal, nehmen, um das Ergebnis deckend zu bringen. Das ist aber ja jedem selbst überlassen. Ich verwende sie gerne als Highlight. Weiter geht's. Moment, das mache ich erstmal zu hier. Jetzt möchte vor uns ging es nicht auf. Jetzt will es nicht zu. Okay. Weiter. Ich nehme euch erstmal wieder kurz raus. Ist zwar sowieso gleich wieder in der Nahaufnahme, aber das spielt ja keine Rolle. Gut, das Crispgel Türkis, wie gesagt, im Abverkauf 69 Cent. Ebenfalls das Crispgel Violett. So. Ne? Wenn es zu nah ist, dann jawohl. Crispgel 02 Violett diesmal. Mache ich mir es aber einfacher. Ich werde ganz einfach den Aufkleber hier anritzen. Ich sagte einfach, wartet mal, das mache ich jetzt mal kurz ohne euch. Wie versprochen. Moment mal, das passt jetzt ja nicht ganz. Okay. Ja, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen. Das ist das Crispgel Violett, die 02, und die hat keinen Zwischendeckel, sondern eine Schutzfolie. Okay, wir schneiden sie nicht auf jetzt. Wir nehmen einfach den Pro-Pusher her. Ich liebe solche Farben. Oh, herrlich. Ja, es ist immer so eine Sache mit der Kamera und mit dem Einfang. Aber ihr seht dann, was ich meine. Ebenfalls dieses Gel als Effektgel zu bezeichnen. Man kann, wie gesagt, die Pailletten eng aneinander setzen oder weiter auseinander. Es changiert in blau, lila, leicht rot, hat große Pailletten, kleine Pailletten, Stripes, Mini-Paillettchen. Ich erzähle und erzähle, ihr seid gar nicht im. Also nochmal, es hat große Pailletten, kleine Pailletten, Mini-Pailletten, Stripes und changiert in den schönsten Farben Rot, Violett, Blau, Rosé, Leicht. Ihr seht es hier, ein wunderschönes Farbenspiel. Das war das Thema Crispgel Violett.
von MPK-Nails ebenfalls für 69 Cent. Dann geht es weiter. Ich habe mich eigentlich immer gesträubt, da ich ja schon genug Pinsel habe. Was ich mir demnächst mal zulegen wollte, waren so Schmuckpinsel, aber sehr, sehr gereizt hat mich das Schätzchen hier. Der Fullcover-Pinsel. Ich habe ihn nun schon in einigen Videos gesehen. Bin wirklich sehr, sehr gespannt, da ich ja, wie ihr wisst, normalerweise andere Fullcover-Pinsel habe. Aber es fasziniert mich immer wieder, die Videos dazu zu sehen, wie er im Auftrage verhalten ist. Er ist also gummiert, wie ihr sehen könnt. Na, den macht man dann erst ganz normal sauber. Das werde ich nachher tun und ihn natürlich testen. Ich habe ja nun einen Vergleich. Ne? Der kommt in der Größe 6. Und kostet 5,99 Euro. So, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen raus. Als nächstes habe ich mir bestellt einen Stamping Lack in der Farbe Schwarz. Das ist die Nummer 21. Mein Schwarz wird sich bald verabschieden. Es geht also zur Neige und 10 ml kosten 99 Cent. Da kann man also nicht viel verkehrt machen. Auch der wird gemeinsam mit euch getestet. Dann habe ich noch zwei kleine Sachen mir bestellt, um die ich schon lange, lange einen richtig kleinen Kreis ziehe, ist diese Stamping-Schablone. Ich habe sie euch jetzt mal ein bisschen näher geholt. Und zwar ist das die Konrad M66. Die Schablone fasziniert mich seit langer, langer Zeit und ich habe sie immer wieder aus dem Warenkorb raus, weil ja zu teuer und das Budget hat einfach nicht ausgereicht. Und viele werden jetzt lachen, es sind halt bloß ein paar Euro, aber ein paar Euro sind für mich einfach ganz viel Geld, da ich, wie ihr wisst, leider durch Krankheit erwerbsunfähig bin und keine Rente bekomme. Was mich an dieser Schablone so fasziniert, ist alles an dieser Schablone. Wirklich war alles. Es gibt nichts, was ich nicht stempeln würde. Diese Bambusgras, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann, ich denke mal, das ist ein Kirschbaum mit Blüten. Wie gesagt, entschuldigt bitte, wenn ich es falsch sage. Ich weiß es nicht. Die Seerose hier, ne? Die kleinen Blümchen hier, das Männchen. Also alles an dieser Schablone ist einfach für mich wunderschön. Das ist wie gesagt die Konrad M66 und hat gekostet 1,95 Euro. Und da es so schön war, noch eine mit Blümchen. Wie ihr hier sehen könnt, das ist die Konrad M31. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ebenfalls 1,95 Euro. So, jetzt nehme ich euch wieder ein Stückchen raus. Und was mich besonders gefreut hat, es gab von MPK Nails ein kleines Geschenk dazu, nämlich ein Stamping Lack. Okay, herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Ich sage herzlichen Dank, liebe Firma MPK Nails, auch für den netten Kontakt heute. Na, wir hatten ja telefoniert. Und was mich besonders geflasht hat, ihr wisst, ich kaufe meine Nagelöle ja bei Nailfun, aber Nailfun hat immer nur bestimmte im Angebot. Und Leute, was ich schon immer haben wollte und nicht bekommen habe aus diesem Angebot, ist Erdbeer. Ja, jetzt nehme ich das von MPK Nails, was ich noch dazu
als kleines Geschenk bekommen habe und freue mich da wirklich sehr drüber. Jetzt machen wir mal die Riechprobe. Also ich rieche und beschreibe es euch dann, ja. Weil Geruchsfernsehen und Video gibt es leider noch nicht. Zumindest nicht. Oh, ich habe das aufgeschraubt und oh, man braucht gar nicht nah ranzugehen und es riecht so richtig fruchtig nach Erdbeere. Ich weiß, das sind künstliche Aromen, aber ihr geht in die Bäckerei und es liegt so eine frische Erdbeertorte vor euch. Mit hellem Vanilleboden, leichter Puddingschicht zwischendrin, dann die Erdbeeren und ein Tüpfelchen Gelee obendrauf. Oh, genau so riecht dieses Erdbeer. Ich bin begeistert. Recht, recht herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe schon ein, zwei Öle von euch, aber das schießt den Vogel wirklich ab. Ja, das, meine Lieben, war auch schon mein Einkauf von der Firma MPK Nails. Ich bin immer wieder begeistert. Die Firma ist sehr zuverlässig, sehr kontaktstark, muss ich dazu sagen. Also, wie gesagt, meine kleine Reklamation war sofort am richtigen Platz. Bin sehr begeistert über den netten Kontakt und Versand. 2 Tage, 3 Tage ist das Zeug da. Also ihr Lieben, ich kann euch MPK Nails nur ins Herz legen, aber viele sind ja Selbstkunde und wissen dann von Haus aus schon, dass es wert ist, dort zu bestellen. Ich möchte zum Abschluss sagen, dass auch wenn das vielleicht als Produktwerbung so ausschaut, es ist keine Produktwerbung, die bezahlt wird. Ich mache das aus freien Stücken, um euch kleine Anhaltspunkte zu geben. Ich werde dafür nicht bezahlt, etc. pp. Nicht, dass er denkt, also hier, ne? mein Kanal hat keine bezahlten Videos, von daher, woher auch, ne? Ich bin eine Privatperson, die einfach Lust am Nageldesign hat, nebenbei die Sachen kauft und euch vorstellt. Und ja, das wollte ich nur so am Rande erwähnen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Das Video wird jetzt gleich mit abgedreht. Tschüss.